So Leute, und weiter geht es hier mit Shadow of the Colossus. Wir stehen kurz vor dem 11. Kampf und der, meine Freunde, befindet sich dort unten in dieser kleinen Tempelanlage dort. Und da werden wir auch gleich mal hingehen, aber vorher zeige ich erstmal auf der Karte, wo wir denn hier sind. Wir sind genau hier, da oben, recht weit am Rand. Und das inmitten einer... ja, Bodenspalte, wie man es ja so... ja, so kann man es ausdrücken. Hier sehen wir nochmal diese... na, sieht man das ordentlich? Diese riesengroße Brücke, wo wir in der ersten Folge rübergegangen sind, um in das verbotene Land zu kommen. Naja, und wir machen uns jetzt langsam auf den Weg. Der 11. Kampf, der wartet ja nicht, ne? Und ja, mal gucken. Der 11. Kampf ist eigentlich ziemlich irgendwie lustig. Und ich muss vorher nochmal sagen, hier wegen Kampf Nummer 9 und 10, die fand ich jetzt ein bisschen kurz, fandet ihr bestimmt auch, dass die ein bisschen kurz waren, die Folgen. Die waren ja, glaube ich, nur so 10 bis 11 Minuten oder so im Dreh. Ich weiß das nicht, weil das immer hier noch die gleiche Aufnahme ist, aber so ungefähr grob war das ja so. Und aber ich muss dazu sagen, die Kämpfe werden nicht immer so kurz sein, ne? Es wird auch Kämpfe gegen die werden richtig lange gehen. Das Problem ist immer nur, weil ich es halt schon kenne, weiß ich natürlich die Kniffe und alles, ne? Als ich das erste Mal natürlich gespielt habe, da habe ich auch für manche urslange gebraucht, die ich hier total souverän fertig gemacht habe. Aber na gut. Das ist eine andere Geschichte. Unser Kampf soll sich da oben austragen. Da müssen wir erstmal in eine Ecke hinrennen. Naja, Agro konnten wir halt nicht mitnehmen, ne? Ich glaube, der ist für diesen kleinen, engen Weg. Guck mal, da oben steht er. Das kleine Pferdchen. Oh, wie süß. Naja, den wollte ich hier nicht mit runterschleppen. Da werden wir mal alleine gehen, ne? Ich meine, wir können ja auch mal alleine. Wir können ja auch mal gehen, ne? Laufen soll ja gesund sein und so. Also, habe ich gehört und so, ne? Okay, nee, den Eingang nehmen wir nicht. Wir nehmen nochmal eine Ecke höher. Da ist eigentlich der richtige Eingang in den Tempel. Wow. Okay. Yo. Sieht cool aus. So eine recht, ein bisschen kathedralmäßig, ne? Könnte man schon fast sagen. Oh. Okay, hier ist ja soweit jetzt noch nichts. Na, dann wollen wir mal. Huh. Au. Ach du Jüte. Au. Haha. Ja! Nee, lieber nicht. Ah, verdammt. Oh, da hat er uns hier voll in die Nische reingezwiebelt. Oh, Alter, los. Alter, der hat uns so gut doll getroffen. Wow. Alter. Okay. Huh. Alter, huh. Wow. Okay. Okay, Kollegen. Ah, nein. Nicht loslassen. Loslassen schlecht. Alles klar. Wow, 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 wow. Alter! Du hast doch einen am Rappel! Ich will mir den mal in Ruhe angucken. Wow. Alter! Es erinnert ein bisschen an Jurassic Park. Kennt ihr auch so die Szene aus Jurassic Park? Man ist eingeschlossen und der Dino versucht durch die Tür zu kommen oder durch die enge Spalte. Ah, jetzt hat er mich tatsächlich erwischt. Okay, wir müssen... ah, komm. Oh, verdammt. Ja. Alter, ja. Reiß dich mal am Riemen. Oh. Was ich sagen wollte, wir brauchen... wow. Alter, der geht richtig ab. Wir brauchen dieses kleine, aber feine Stöckchen hier. Denn Kollege Schlittschuh hier, ne? Haut uns erstmal um. Ja. Das war alles so nicht geplant.
Das verstufe ich mal unter Fail ein. Oh. Hat der kleine Angst? Na? Pam! Irgendwie lustig. Ja, jetzt können wir uns den auch mal richtig mal angucken. Irgendwie süß, der Kleine, ne? Ist natürlich mal was anderes im Gegensatz zu diesen riesengroßen Viechern. Diesmal mal klein und flink. Und der anscheinend Angst vom Feuerchen hat. Los, komm! Oh. Ach du Scheiße. Oh. Verdammt. Ich wusste gar nicht, dass das Feuer... Oh. Ey, komm, das ist mies. Kollege, reiß dich am Riemen. Oh. Ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht, dass das Feuer überhaupt ausgeht. Ich dachte, jetzt kann ich mal einen hier auf ganz cool und lässig machen hier. Ja. So, jetzt machen wir aber eigentlich das, was wir eigentlich machen hätten sollen. So, komm, Kollege. Geh in die Richtung. Los. Beweg dich. Los. Komm, ich hau dir nochmal gegen den Kopf. Oh. Na? Los, beweg dich. Doro, Doro. Er nennt mich irgendwie so ein Stierkämpfer. Ne, ich bin der Machtator. Und das war mein mieser Plan. Jetzt ist nämlich sein Rückenpanzer kaputt. Und was heißt das für uns, Kollegen? Wir können ihn jetzt mal so richtig schön traktieren. Geronimo! Nur fliegen ist schöner! Wow. Alter! Wow! Toro, Toro! Ja! Wow. Ja. Alter Kollege, wo willst du denn hin? Ja. Ja. Wow. Alter, wo will er denn mit uns hin? Reiten wir mal eine Runde. Hui. Rrr, Braune. Rrr. Wow, wow. Alter. Wow. Jetzt bleib hier aber mal ruhig. Hier. Uah. So. Uah. Alter. Versucht er mich abzuschütteln. Ist wirklich fast hier wie Rodeo-mäßig hier. Ja. Komm. Ah, ich schaffe es einfach nicht. Sei. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Ach, Mann. Immer wenn ich das Schwert kurz auflade, schüttelt er rum. Mann. Komm. Jetzt aber, jetzt. Komm. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Wehre dich nicht vor deinem Tod. Alter, ich krieg den einfach nicht gegriffen. Ah, verdammt. Wow. Meine Ausdauer geht, wie man sieht, auch langsam flöten. Ja. Alter. Der brüllt auch wie ein Löwe, ey. Das, wow, jetzt hänge ich hier auf seiner Schulterplatte. Kollege Schlittschuh. Oh, das gibt's doch nicht. Dabei habe ich ihn noch schon unten eigentlich recht viel abgezogen. Alter, der schleudert mich hier auch rum wie so ein alter Lappen irgendwie auf so einen Handtuchhalter. Keine Ahnung. Ich stehe hier aber auch völlig ungünstig. Ja. Boah, Alter. Ich krieg's einfach nicht hin. Ach. Okay, jetzt. Die Ausdauer geht langsam flöten. Ja, jetzt aber. So, na, nicht rumfackeln. Muss dich doch töten. Ach, verdammt. Wow, 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 wenn das so weitergeht. Ja, ach, verdammt, ich wollte gerade zustechen. Ah, Kollege, bleib doch mal locker. Ach. Hoffentlich springt er nicht gleich wieder runter oder so. Das wäre ein bisschen uncool. Aber ich denke mal, der bleibt hier oben. Bei seinen Tempelanlagen gedöns hier. Ach. Ihr seht, ich wollte gerade das Schwert reinhauen. Ja, scheiße. Der wimmelt uns gleich ab. Alter, ihr merkt schon, das wird hier nicht so leicht. Naja, leicht eigentlich schon, weil ich muss eigentlich nur... Ja!
Ems, Alter! Mann, das hat er jetzt aber auch gedauert. Und da fällt er um. Irgendwie schon alles traurig. Ein bisschen. Aber wir haben schließlich eine Mission zu erfüllen. Nämlich die Wiedergeburt unserer Freundin. Huh, Mann, Mann, Mann. Na, das war ja mal ein Ritt im wahrsten Sinne des Wortes. Hahaha. Na, dann kann ja Kampf Nummer 11 langsam kommen, ne? Moin, Kollegen. Auch mal wieder hier. Okay. Einmal fett in die Hände gespuckt und Starte Nummer 11 ist kaputt. Pam. Ich mag das richtig so. So immer pam und kaputt und yeah. Episch. Wobei die Kämpfe natürlich epischer sind, ne? Okay. Dann leite mich. Wie lautet die nächste Mission? Kampf Nummer 12. Okay. Eine bewegende Insel? What the fuck? Naja, wir werden es ja sehen im nächsten Part, ne? Meine Ausdauer muss ich jetzt immer noch regenerieren. Aber das wird bis zum nächsten Kampf natürlich fertig sein. Wir stellen uns mal wieder hier hin. Wo ist er denn, der gute Kollege? Ach, genau, gegen Akro. Gegen Akro müssen wir kämpfen. Ja, na dann, ne? Kampf 12 kann jetzt beginnen, ne? Nein, natürlich nicht. Wir befinden sich irgendwo da hinten in nördlicher Richtung. Das werden wir dann aber halt in der nächsten Folge machen. Wir haben jetzt endlich, 11 Kolosse platt gemacht. Nächste Runde kommt der 12. Die bewegte Insel, wie auch immer. Ihr könnt gespannt bleiben. Insofern sage ich, das war's für diese Folge Shadow of the Colossus. Nächste Folge geht's weiter. Bis dahin sage ich Tschüssikowski. Tschüss.